Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet. Und zwar geht es um Manipulationsenergien. Das wurde auf dem Kanal ja schon oft behandelt. Diesmal möchte ich es mir aber so anschauen, auf welcher Ebene du selbst manipulierst. Wir alle haben Strategien der Manipulation und man kann ja eigentlich auch sagen, durch das Manipulieren gibt man ja selbst Kraft ab und schaut, dass die Dinge sich im Äußeren fügen, ohne dass man selber aus der eigenen Kraft machen kann. Und deshalb ist es ganz gut, dass man sich so ab und zu auch mal schaut, auf welcher Ebene manipuliere ich, weil das verhindert eigentlich wahren Eigenwert und wahre Kraft. Das ist immer so ein bisschen so der leichtere Weg, sage ich mal. Das sind immer so Kompensationen, wo man vielleicht nicht gelernt hat, sich klar durchzusetzen, sei es in der Sprache, sei es in der Körperlichkeit, auch in der Körpersprache. Und dann entwickelt man solche Strategien. Energetisch merkt man Leute, die natürlich schlecht geerdet sind, sind meistens die, die ein bisschen übergriffiger werden und eher im Geistigen herumdüsen. Also das heißt, dass die Energie eher in den Kopf gerutscht und die sind dann auch nicht so zentriert, so bei sich, sondern können eher woanders reintatschen. Ja? Deshalb spüren wir die Manipulationen eher auch auf der entweder emotionalen Ebene oder auf der geistigen Ebene. So dieses Körperliche spürt man eigentlich nicht. Also wenn das so ins Körperliche, ins Manifestierende reingeht, dann ist ja das fast schon, also nicht fast, sondern das ist schwarze Magie, schlicht und ergreifend, wenn man eben so das Wurzelchakra so angeht und entwurzelt und wen raushebt. Ja. Also da würde man fast schon von schwarzer Magie sprechen, würde ich sagen. Ja. Gut. Und jetzt schauen wir uns eben einfach mal so diese Manipulationsenergien, die da laufen, einfach mal an und lassen die mal lösen. Eine gute Hilfsenergie zum Lösen von Manipulationsenergien, das kann man sich mal vorstellen, Lösen von Manipulationsenergien ist immer violettes Licht. Ich habe vorher schon gesagt, die Energie spielt sich eher Kopf, Herz nach oben hin ab, also sind wir eher dann so in dem weiß, gold, violetten Bereich, rein von der Chakrenzuordnung her. Und deshalb ist Violett oder Dunkelviolett immer eine gute Farbe, um Manipulationsenergien zu lösen. Also Dunkelviolett, Violett kann man sich merken, Manipulationsenergien lösen. Ein einfaches Bild dafür ist, sich eine dunkelviolette Mütze aufzusetzen, eine Kappe oder eine Pudelmütze, je nachdem, was man möchte, oder einen Hut. Und das wäre schon mal ein gutes Bild zu sagen, ich löse Manipulationsenergien, sowohl die, wo ich manipuliert werde, als auch die, wo ich dann selber manipuliere. Also fangen wir mal mit diesem Bild an, so violette Mütze, violettes Licht. Das kannst du dir ganz einfach vorstellen, schließ mal deine Augen und stell dir vor, du hast eine dunkelviolette Mütze und die setzt du dir auf. Und wichtig ist, dass diese Mütze über die Ohren geht und quasi auch über die Stirn. Also stell dir mal vor, du setzt dir so eine violette Mütze auf. Und du atmest jetzt mal ein und aus. Und schaust mal, dass du dieses violette Licht, diese violette Frequenz, um deinen Kopf spürst. Also diese violette Frequenz, schaust du mal, dass du wahrnimmst. Wie fühlt sich diese violette Mütze um deinen Kopf herum an? Und spür vielleicht mal, dass deine Gedanken ruhiger werden, dass du selber mehr und mehr entspannen kannst. Und
Und diese violette Kappe hält jetzt einfach Manipulationsenergien von dir ab. Und es ist natürlich interessant, wie schnell man da zur Ruhe kommt. Und das spürst du jetzt auch, weil du ja absolut abgeschirmt bist. Das heißt, du bist sofort aus sämtlichen Manipulationswellen rausgenommen, abgeschirmt und kommst zu dir in deine Mitte, in deine Klarheit, in dein Vertrauen. Und spür jetzt nochmal nach, wie sich diese violette Frequenz anfühlt. Und wenn du möchtest, kannst du dieses violette Licht auch weiter um dein Energiefeld ausbreiten, wie in einen Mantel. Einen langen Mantel, der bis zu deinen Füßen geht und dich umhüllt. Und du bist jetzt quasi von Kopf bis Fuß in dieses violette Licht gehüllt. In dir ist absolute Stille und Ruhe. Es ist vielleicht noch nicht das angenehmste Gefühl, weil es ungewohnt ist, nicht permanent bewellt zu werden. Aber es ist einmal ein Neutralitätspunkt. Und nun beginnen wir, dein Inneres mit Licht zu füllen. Und dieses Licht ist einfach mal ein Licht der Reinigung, ein weißes, strahlendes Sonnenlicht breitet sich in dir aus. Ein weißes, strahlendes Sonnenlicht breitet sich jetzt in dir aus. Und in diesem Licht siehst du auch in dich eingedrungene Manipulationsenergien, fremde Energien, die sich da festgesetzt haben. Und diese Energien lösen sich ganz sanft mit dem Kontakt dieses weiß strahlenden Lichts auf. Sodass dein ganzer Körper, jeder Körperteil mehr und mehr von diesem weißen, strahlenden Licht erfüllt ist. Sämtliche Manipulationsenergien lösen sich in diesem Licht. Und du spürst nun, wie eine innere Stimme, das höchste Licht, mit dir Kontakt aufnimmt
und dich dazu einlädt, alle manipulativen Muster, die du selber ausübst, zu lösen. Du bist nicht nur Opfer von Manipulation, sondern du bist auch Täterin und Täter. Und diesen Manipulator, diese Manipulatorin wird nun bewusst wahrgenommen. Vielleicht ist dieser Anteil überheblich anderen gegenüber, vielleicht ein bisschen hinterlistig. Aber das ist völlig okay, weil es dein Anteil ist. Vielleicht findest du diesen Anteil auch nicht besonders nett oder sympathisch. Aber es ist völlig okay, weil es dein Anteil ist. Und mit dieser Vorurteilslosigkeit wendest du dich jetzt deiner inneren Manipulatorin, deinem inneren Manipulator zu. Und du beginnst jetzt mal, dass ein Licht einfließt und diese Lichter, die kommen jetzt regelmäßig in dich eingeflossen. Das sind Frequenzen, die deine Manipulatoren oder deine Manipulatoren einfach mal ein bisschen öffnen und die dir helfen, dass dieser Anteil zugänglicher wird. Es kommt Frieden ein. Loslassen der Vergangenheit. Lösen von Manipulationsenergien. Es fließt ein Schocklöser ein und Heilung des inneren Kindes. Es fließt das Lösen von Ahnenprogrammen ein. Lebensenergie und das Lösen von Erschöpfung, von Erschöpftheit. Und du atmest einmal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt nochmal, dass zu deiner inneren Manipulatorin, deinem inneren Manipulator Frieden fließt. Licht und Verständnis. Rückhalt, Vertrauen und Selbstbestimmung. Spüre
ganz bewusst in dich rein und erkenne, wie dieser manipulative Anteil weicher wird und immer freier. Jegliche Strategie oder Politik, politisches Denken wird nun transformiert und du spürst, dass du freier und klarer wirst. Und dein manipulativer Anteil wandelt sich in einen Friedensquell, einen Punkt der Zufriedenheit, der sich ab sofort in deinem Leben manifestiert. In dir entsteht eine herrliche Oase, ein wundervoller Ort und du spürst, dass du dich erdest, dass Klarheit, Liebe und Vertrauen in dich einfließt. Und du spürst, wie du dich jetzt deiner inneren Quelle, deiner inneren Intelligenz hin öffnest. Deiner Kraftquelle. Und diese Struktur und Autorität fließt jetzt durch dich und du spürst, wie du immer kräftiger und flexibler wirst. Spüre, wie die Pseudokraft der Manipulation einer wahren Stärke weicht, einer wahren Rüstung, einem wahren Schirm, einem wahren Schild. Spüre, wie eine unendliche Kraft durch dich hindurchfließt und spüre, dass diese Kraft ewig ist. Atme tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du voller Vitalität, Klarheit und Durchsetzungskraft bist.
Und du spürst, dass sich dieses weiße reinigende Licht mit dem violetten Licht, das um dich ist, vermischt, dass es ein weiß-violettes Licht ergibt. Und dieses Licht fließt jetzt über dein Wurzelchakra, über deine Beine, in die Erde, in dein Umfeld. Nichts und niemand in deinem Umfeld wird dich je wieder manipulieren. Und auch du wirst niemanden in deinem Umfeld mehr manipulieren. Es ist ein Tanz der Energie. Es ist ein Freiheitstanz. Und diese Freiheit darf sich jetzt in deinem Leben manifestieren. Frei von Manipulationsenergien. Sowohl innen als auch außen. Und in diesem Bewusstsein mach dir klar, dass dir die nächste Zeit einfach Dinge einfallen werden, wo du vielleicht manipuliert hast oder wo du manipuliert wurdest. Und das löst sich auf. Das sind jetzt Erinnerungen wie kleine Lehrfilme. Aber das löst sich jetzt. Denn diejenigen, die manipulieren, verlieren. Und du bist eine Siegerin, bist ein Sieger, bist eine Kriegerin, bist ein Krieger, bist jemand, der sich zu 100% im Hier und Jetzt entfaltet. Atme nochmal tief ein und tief aus, nochmal tief ein und wieder aus und beweg dann mal deinen Körper, streck dich durch. Beweg deine Arme, deine Beine und erlaube dir genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Bedank dich bei der geistigen Welt für die Führung und die Inspiration. Die Heilfrequenzen, das weiße Licht, das violette Licht. Spür deinen Körper, beweg deinen Körper nochmal und komm dann ganz in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühl dich klar, frei und entspannt. Du kannst jetzt, wenn du dich gut spürst, deine Augen öffnen. Und das war so meine Übung zum Lösen von Manipulationsenergien und auch vom inneren Manipulator, von der inneren Manipulatorin. Und ich bin gespannt auf deine Eindrücke. Schreib sie mir mal in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Danke fürs Dabeisein und tschüss.